So, Freunde, willkommen zurück auf diesen elektrisierenden Kanal und los geht's nach dem Intro. So, das Intro ist rum und die Batterie von meinem Golf war mal wieder leer. Also haben wir uns ein Batterieladegerät, ein intelligentes gekauft. Bin ich mal gespannt. Ist der Carsten Bong? Ein Bong, der nicht blubbert. 28,99 bei Obi. Und wir packen das jetzt mal aus und gucken mal rein. Ja. Weil das kann nämlich 6 und 12 Volt, so wie jedes wahrscheinlich. Das sind Ölbegrenzt auch für Motorradbatterien, steht drauf. Mit Dauerlade, Erhaltungslade und Reaktivierungsfunktion. Mit Überhitzungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Wahnsinn! LCD-Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Schutzstart IP65. Ach nee, Schutzart IP65, strahlwassergeschützt. Wahnsinn. Man sollte eigentlich generell nicht auf die Batterie pingeln, wenn man sie lädt. Oder generell, wenn es eine vor entsteht. Ladekabel ca. 150 cm. Tja. 500 Gramm rund wiegt. Gucken wir doch mal rein. Was ganz neu so. Ich habe mir gedacht, ich muss ja Kosten sparen hier für den Kanal. Und deswegen habe ich mir gedacht, packe jetzt einfach alles aus. Also wie bisher genauso. Es geht genauso weiter, wie es bisher angefangen hat. Da ist es. Und da haben wir auf der einen Seite die Aufwicklung für den Netzanschluss. Ja? Borstis-Nasen-Klammer. Das scheint, wie angegeben, sehr lang. Ja? Ja, ja, es reicht schon. Und hier haben wir jetzt die zwei Ladeklammern. Würde ich sie jetzt mal benennen. Ja. Und dann hier hat man noch den Knopf für Mode. Ich denke mal, da kann man sich dann raussuchen, welchen Modus man haben will. Wenn ihr sehen solltet, dass dieses Video jetzt noch 10 Minuten geht, dann liegt es daran, weil ich jetzt noch was rangemacht habe, wie es lädt. Und wenn jetzt nichts mehr kommen sollte, Leute, dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen schönen restlichen Sonntag. Weil es kommt ja wieder sonntags raus, das Video. Und ja, schöne, guten Start in die nächste Woche und so. Ihr wisst schon. Bald ist Weihnachten, Leute. Ciao. So, Freunde, hier haben wir es jetzt schon mal vorbereitet. Hier ist das Ladegerät. Ich stecke das schon mal vorsorglich ran an Plus und an Minus. Und es zeigt noch nichts an, wir stecken mal den Stecker rein. 8 Volt haben wir drauf. Das ist wahrscheinlich für einen Fahrzeugstart zu wenig und wir drücken mal auf Mode, gucken mal, was passiert. Es zeigt ein Auto an mit 12 Volt und ja. Jetzt lädt die ganze Schose auch hier oben. Sieht man es perfekt, wie es gerade lädt. Ja, in diesem Sinne, Leute. Einfach mal laden lassen und mal gucken, was passiert. Ich hoffe, man konnte euch helfen. In diesem Sinne, Leute. Ciao, ciao.